Wenn es auf der Laufbahn so klare Favoriten gibt wie Jamal Roden Stevens über 400 Meter in Andorf, dann ist das meistens nur eine Frage des Vorsprungs. Der Brite gewinnt die 400 Meter der Männer mehr als 3 Sekunden vor den Österreichern Meierhofer und Zweimüller mit 46,99. Und das in seinem ersten Rennen seit einem Jahr. Angesichts der langen Pause ist er zufrieden. Eine österreichische Fixstarterin bei der WM in Budapest Ende August ist Viktoria Hudson. Nur eine Slowenin wirft den Speer besser als sie. Martina Rataj, die im ersten Versuch 52,77 Meter wirft. Hudson erzielt im ersten Wurf gleich 58,94 Meter. Das sollte auch ihr weitester Versuch bleiben. Damit belegt sie am Ende den zweiten Platz. Siebenkämpferin Sophie Greiner ist in Andorf im Speerwurf am Start, wo sie 38,30 Meter erzielt. Sie hofft auch auf eine gute Platzierung bei der Unter-20-Europameisterschaft in Jerusalem. Rataj übertrifft Hudsons Bestmarke bereits in ihrem zweiten Versuch, in dem sie knapp über 59 Meter wirft. 59,02. Die weiteren Würfe von Viktoria Hudson machen sie nicht ganz so glücklich. Nach einem ungültigen Versuch landet der Speer im dritten Versuch bei 55,46 Meter. Martina Rataj kann sich noch auf 60,52 Meter verbessern und gewinnt somit den Bewerb vor Viktoria Hudson. Für die Österreicherin bleibt zumindest das Gefühl, bei einem guten Versuch an ihre Vorstellungen herangekommen zu sein. Ja, guter letzter Versuch. Gratulation, Vicky. Voll im Trainingsblock für die Weltmeisterschaft in Budapest. Fast 59 Meter ist okay für den Zustand, in dem ich jetzt gerade bin. Ich spüre einfach komplett das Training von den letzten Tagen und Wochen. Aber das zeigt mir halt, dass wir alles richtig gemacht haben, weil wenn ich jetzt vollkommen in Form wäre, dann hätten wir ja eh was falsch gemacht. Ich muss bei der WM in Form sein und jetzt kann einmal das Training wirken. Die Weltmeisterschaft findet in 3 Wochen in Budapest statt. Was ist das große Ziel bzw. was ist möglich bei der WM? Ja, man kann mit 61 oder 60 hoch zieht man ins Finale ein. Das hat eigentlich die letzten Male bei den WMs immer gereicht und ich weiß, dass ich das drauf habe. Also das klare Ziel ist WM-Finale. Bei den Damen fällt bereits im Vorlauf über 100 Meter der Meeting-Rekord. Denise Uphoff aus Deutschland holt sich diesen mit dem Vorlaufsieg in 11,48. Uiuiui, das waren einmal die Frauen. In Kürze gibt es die 12 Namen, die im B- und A-Finale mit dabei sind. Und die 52. Eine absolute Weltklasseleistung der fünffachen Europameisterschaftsfinalistin. Men's 400 meters, please stay prepared. Später im Finale muss sie sich aber der Jamaikanerin Christania Williams geschlagen geben. Beide laufen 11,58. Der Rekord von Uphoff bleibt also bestehen. Auch die internationalen Gäste sorgen für spannende Bewerbe in Andorf.
Über 100 Meter der Männer kommt es zum angekündigten Duell zwischen Ferdinand Omanyala aus Kenia und Eugene Amodazie aus Großbritannien. Im Vorlauf hat noch der Favorit Ferdinand Omanyala das bessere Ende für sich und gewinnt mit 10,08 vor Amodazie mit 10,16. Doch dann das Finale, das wieder ein Duell der beiden liefert. Diesmal kann es am Ende aber etwas überraschend der Brite Amodazie mit 10,04 um 300stel für sich entscheiden. Die Zeit ist sehr gut für die nicht ganz optimalen Sprintbedingungen mit minus 0,5 Meter pro Sekunde Gegenwind. Ferdinand Omanyala ist und bleibt auch als Zweiter aber einer der ganz großen internationalen Stars beim Meeting in Andorf. Dass der Ferdi, ich kann den Ferdi sagen, dass der Ferdi bei uns startet, ist natürlich eine Ehre. Er war vor 2 Jahren hier und ja, und es hat ihm wirklich gefallen und es passt heuer genau in den Kalender hinein von ihm. Und ja, und darum ist er da und ja, er ist genau nur so geblieben. Er ist bei uns vor 2 Jahren das erste Mal unter 10 Sekunden gelaufen und ja, ich glaube, dass er ein bisschen ein Dankeschön ist für das. Viele neue persönliche Bestzeiten werden beim internationalen JOSCO-Laufmeeting über 1000 Meter erzielt. Die 1000 Meter werden als Mixed-Bewerb in mehreren Gruppen ausgetragen. Bei den Damen ist die Kroatin Nina Vukovic mit 2:46,27 die schnellste. Dahinter ist es eng zwischen den Österreicherinnen. Katharina Stöger stellt eine neue persönliche Bestleistung von 2:47,39 auf, genauso wie die drittplatzierte Sandra Schauer mit 2:48,40. Als Vierte kommt unter 20-Athletin Marie Glaser mit 2:49,93 ins Ziel, was einen neuen burgenländischen Landesrekord bedeutet. Bei den Männern geht der Tagessieg durch Ivan Vojnovic mit 2:25,42, das ist persönliche Bestleistung, ebenfalls nach Kroatien. Dahinter regnet es Bestzeiten für den österreichischen Laufnachwuchs. Platz 2 geht an Anton Seiler mit 2:28,32 und Platz 3 an Paul Leitenbauer mit 2:28,55. Aber der Sieger kommt wie bei den Damen die Siegerin aus Kroatien. Der Diskusbewerb der Männer im Bramtal-Stadion ist sehr stark besetzt. Neben Lukas Weiß-Heidinger sind mit 2016 Olympiasieger Christoph Harting Deutschland und Connor Bell Neuseeland zwei weitere 60-Meter-Werfer am Start. Die machen es dem Lokalmatador nicht leicht. In seinem ersten Versuch wirft Weiß-Heidinger den Diskus auf 61,18 Meter. We will start the victory ceremony for the 100 meters women in 2 minutes. Connor Bell wirft um etwas mehr als 2 Meter weiter als der Oberösterreicher. Und Christoph Harting ist mit 62,47 Meter ebenfalls voran. Im zweiten Versuch kann sich Weiß-Heidinger entscheidend steigern. Denn die 64,24 Meter sollte kein anderer Athlet mehr erreichen. In seinem fünften Versuch kann Weiß-Heidinger die bisherige Bestmarke noch einmal überbieten. Er wirft 64,39 Meter.
Den krönenden Abschluss liefert schließlich der letzte Versuch. Lukas Weisheidinger wirft 64,48 Meter und gewinnt damit sein Heimspiel in Oberösterreich vor Harting und Bell. Für ihn ist es bereits der 5. Sieg in Serie. Es war ein konstanter Wettkampf von mir. Also der eine Ausreißer hat gefällt, den hätte ich noch gerne mitgenommen. Und unterm Strich, die Technik war gut. Und den anderen Ausreißer, den kann ich immer für Budapest auf. Die dritte ÖLV-Athletin mit dem fixen WM-Ticket über 400 Meter ist Susanne Gogl-Walli. Die Oberösterreicherin entscheidet sich in Andorf für die halbe Distanz, nämlich 200 Meter. Sie gewinnt diesen Bewerb mit einer Zeit von 23,53 bei leichtem Gegenwind und beweist vor allem hinten raus ihr Stehvermögen. Auch bei ihr stimmt der Fahrplan Richtung Weltmeisterschaften, die vom 19. bis 27. August stattfinden. Die vierte Österreicherin mit einem Fixstartplatz ist übrigens Julia Meyer im Marathon. Ja, also ich bin sehr zufrieden mit meinem Sieg heute. Es war leider der Wind nicht ganz so gut, deshalb war keine bessere Zeit drinnen. Aber ich denke, ich kann wirklich sehr zufrieden sein im Hinblick auf die WM. Und wir werden jetzt nur noch am Feinschliff arbeiten. Ich würde mich sehr freuen, in Semifinale zu laufen und dort dann auch noch mehr eine gute Performance zu zeigen. Das 400-Meter-Feld ist sehr eng beieinander. Also es ist, wird sicher Herausforderung sein, aber ja, ich freue mich einfach schon extrem, bei der WM am Start zu sein. Nur noch wenige Tage sind es, bis die Unter-20-Europameisterschaften am 7. August losgehen. Die oberösterreichischen Mehrkampftalente nutzen das Top-Meeting in Andorf, genauso wie in Eisenstadt am Mittwoch, für einen letzten Feinschliff. Zehnkämpfer Matthias Lasch läuft mit 22,42 eine neue persönliche Bestzeit über 200 Meter. Der Sieg über 200 Meter der Männer geht mit 21,13 an den Deutschen Jonas Hügen. Schnellster Österreicher ist Enake Edegbe mit 22,19. Abschließendes Statement, Andorf. Victoria Hudson heute ganz gut geworfen. Susanne Gogl-Walli auch eine solide Leistung und Lukas Weisheidinger jetzt mit 64,48 im Diskuswurf. Wie zufrieden sind Sie mit den Leistungen? Also ich bin mit den drei direkt Qualifizierten sehr zufrieden. Die sind ja natürlich alle im Training, habe ich eh schon vorher erwähnt. Ja, der Luki jetzt am Schluss mit 3,64 mit Rückenwind, das kann sich sehen lassen. Das passt voll im Plan rein. Jetzt ist die letzte wichtige Phase noch. Es geht man aus dem Training dann schon raus, versucht schneller sich zu bewegen, mehr Athletik reinzubringen. Ist eine wichtige Phase, aber die ganz schwierige und schwere ist eigentlich schon vorbei. Das macht mich jetzt glücklich, dass da keiner verletzt ist und dass die alle gut im Geschäft sind. Andorf beweist sich jedenfalls als guter Boden für Österreichs Leichtathletik.